Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Oh. Stimmt wohl. Drücke 1, wenn sich der Zielmarker über Spuren befindet, um sie zu markieren. Markierte Spuren bleiben sichtbar, wenn der Fokus deaktiviert wird. Jetzt können wir hier einfach den auffälligen lila Dreiecken folgen. Wem gehört dieses Messer? Eisenlegierung, Holz, Blutflecken, Ursprung unbekannt. Ah! So war es nicht geplant. Hat jemand Brom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg. Wo denn? Na, da. Na, ja, das ist halt der Spur dann so folgen, ohne den Fokus oder ohne Hilfe des Fokus. Das wäre dann doch sehr schwierig. Ah, nee, treffen wir nicht mehr. Wenn der Ding nicht aufhört zu laufen. Da, ein Eimer. Den hatten wir ja vorhin schon entdeckt auf dem Weg hierhin. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Yay. Na, Fokus ist für die Jagd natürlich richtig super. Ich glaube, dann sogar Spuren verfolgen kann. Hier ist jemand lang gegangen. Ob der Schnee wohl liegen bleibt? Die hat Sorgen. Man soll echt meinen, die hat Besseres zu tun, als sich zu fragen, ob der Schnee liegen bleibt. Oh, scheint ja hier über die Mauer jetzt zu gehen. Da ist ein Wächter. Mehrere Wächter. Ich muss aufpassen, dass dann der andere Wächter nicht sieht, wenn ich den ersten töte. Jetzt mehrere auf den Standort gemacht und Stein sowieso völlig bescheuert geworfen. Aber es muss ja auf jeden Fall schon mal ein Jäger gewesen sein, der hier das Blut verteilt hat. Und sonst wäre er nicht da an den Wächtern vorbeigekommen. Gut, dass ich das gefunden habe. Alle drei scannen. Verlege ich sie nicht so leicht aus den Augen. Ins nächste kleine Gebüsch. Also das Gebüsch ist kleiner als ich. Okay, das ist der jetzt gleich an uns vorbeiläuft. Sondern der da oben aufpasst. Beide da oben aufpassen, kann ich da auch nicht wirklich an den heran. Ja, wäre jetzt nur ein guter Moment gewesen. Die anderen beiden gerade nicht aufgepasst.
Damit sieht der mich natürlich sofort, wenn ich mich bewege. Schau, vielleicht geht der. Yep, ist gut hier. Ja, halt bedingt durch den hohen Schwierigkeitsgrad, wie gefährlich die Maschinen sind, wenn ich sie nicht mit so einem stillen Schlag ausschalten kann. Werden wir sicherlich das öfter mal haben, dass wir so in einem Gebüsch sitzen und auf einen günstigen Moment warten. Viel später. Ach, schönes Wort. Uns fehlen immer noch 3 Punkte. Oh, der da oben muss ja gleich dann hier vorbeikommen. Je nachdem, ob es dann gut geht. Ich mich entweder den dritten anschleichen oder habe dann nur noch einen Gegner, mit dem ich mich so prügeln muss. Ja, weil liegen halt mal ein paar neue Pfeile. Mein Gott, wie viele Umwege läuft er denn von seiner Strecke? Ah, super. Aber müsste eigentlich trotzdem noch klappen mit dem stillen Schlag. Wenn jetzt nur ein kleines Stück näher zu mir kommt. Wo er sich einfach wieder umdreht. Bitte. Ah, ist doch gut gelaufen. Hier ist noch eine Pflanze zum Plündern. Ah ne, mein Stein fällt vorhin. Da war noch eine Pflanze. Meins. So, hier am Strand. Noch mehr Pflanzen. Holen wir uns noch die letzten 3 Lebenspunkte. Ein paar Stöckchen. Stimmt, die Spur mal wieder markieren. Ich weiß nicht, ob sie noch markiert war. Müsste eigentlich noch markiert gewesen sein. Habe ja die ganze Zeit noch die Männchen gesehen, die Rosanen. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. So, hier war irgendwo ein Lagerfeuer. Das Stück hier mitnehmen. So, wenn ihr das hier seht, dann ist das ja schon was länger her, aber jetzt, wo ich aufnehme, da war dann gestern der Blutmond. Muss aber auch sagen, ich habe den leider erst sehr spät sehen können. Und von dem Blutmond überhaupt erst was sehen. Da war das Auftreten des Schattens auf dem Mond schon komplett durch. Konnte den Mond im Endeffekt erst sehen, da war, hatten wir schon die komplette Mondfinsternis. Ah, mal gucken, ob wir jetzt nicht alles haben, was wir brauchen, um uns einen so einen Gesundheitstrank zu machen. Herstellen. Tränke. Yay. Da haben wir jetzt unten links auf der Schnellleiste. Das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Diesem Eber? Ach, diesem Eber. Könnte natürlich sein. Schauen wir mal. Ja, sie muss genau richtig stehen, damit sie untersuchen kann. Wenn sie da näher rangeht, dann geht es nicht mehr. Warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Weil die Stimmen es ihm befehlen. Weiter den Spuren folgen. Von Plünderer. Und die Nervensäge ist auch wieder hier irgendwo in der Nähe.
vorne ist sie. Ah, erstmal noch. Weitestgehend. An den Plünderern vorbeischleichen. Halt doch mal die Klappe da oben. Ich brauche Hilfe. Ich kann das nicht muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Ich sitze hier fest. Zwei Maschinen. Da ist ein Lagerfeuer. Da ist ein Wächter. Ah, viele Wächter hier in der Nähe. Ich kann nicht runter. Hilfe! Kommt der mal in Nähe? Ah, zumindest nah genug. Ich kann nicht runter. Hilfe! Na, meine alte Taktik war an der Stelle immer direkt ins Auge schießen. Dann waren die auf seinem normalen Schwierigkeit direkt tot. Rücken die Wächter ab. Ist da jemand? Genau, die fragt, ob die Wächter abrücken, weil da einer plötzlich tot rumliegt. Okay, der umkreist direkt den Pfahl. Hier warten wir mal kurz, dass der hier zu uns rumkommt. Dann können wir ihn direkt zum Schachtel verarbeiten. Was ist mit diesem Wächter? Okay, und der Wächter da hinten, wo läuft der lang? Ist da jemand? Toll, die scheinen beide auf derselben Route zu laufen. Halt doch die Klappe da oben. So, schnell wieder ins Versteck, bevor der da uns sieht. Ja, erledige sie! Drücken die Wächter ab? Ich mache mir gerade weniger Sorgen um die Wächter. Fangen die Plünderer plötzlich an, hier alles zu scannen. Kann ich kurz mit dir Angst. Reden? Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Dein Vater. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Er macht sich Sorgen. Hat die Mutter gerade verloren, will nicht jetzt auch noch den Rest seiner Familie verlieren. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Naja, da muss ich das wohl machen. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke.
So, und dann hoffen wir mal, dass wir die andere Spur noch wiederfinden. Die von dieser Brom. War ja auch irgendwo hier in der Pampa. Oh, Plünderer, Level 8. Ein Kaninchen. Wildschwein. Der Plünderer da ist auch nicht allein und ich weiß nicht, wie stark, wie gefährlich die hier wirklich sind. Das will ich dann doch eher, wenn ich schon die Wahl habe, lieber was später herausfinden. Mal nach oben gucken, ist hier vorne irgendwas? Wildschwein. Kaninchen, das darf noch ein Wildschwein sein. Ja. Ach, die Plünderer. Los, weg hier. Noch ein bisschen Gesundheit nehmen wir mit. Stöckchen noch für mehr Pfeiler. Aber wir haben 171 von den Stöckchen. Daran wird es uns vorerst nicht mangeln. Dann haben wir nur 3 Lohn für Feuerpfeiler. Da ist eher jetzt unser Problem, was die Munition angeht. Gehen wir mal langsam zurück. Möglichst so, dass wir hoffentlich nicht die Plünderer aufschrecken. Ich laufe jetzt nicht mehr unbedingt zu den ganzen Stöckchen hin, weil wir schon so viel davon haben, aber wenn dann wir jetzt gerade wieder so ein Ding direkt vor der Nase haben, werde ich bestimmt nicht daran vorbeigehen. Das heißt, weil können wir sie ja auch für ein bisschen Geld noch verkaufen. Ach, da ist unsere Spur. Drücke R1, wenn sich Zimaka bei der Spur befindet. Na toll, geht hier. Scheint direkt an den Plünderern vorbei, die Spur. Ah, mal schauen, wie weit ich bei dem mit so einem stillen Schlag komme. Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass für so ein Plünderer der stille Schlag aufreicht. Mal, ob das gut geht. Wem auch immer ich folge, er hat ihn erledigt. Wow. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Na, also ich freue mich gerade doch sehr, wie stark doch dieser stille Schlag ist. So, und jetzt natürlich auch die nächste Spur markieren. Unser Fertigkeitspunkt noch ausgeben wollten ja hier den kritischen Treffer haben. Wobei, so stark wie jetzt der stille Schlag ist, sollten wir uns vielleicht auch noch hierhin hinsparen. Weil das sind 1, 2, 5, 8 Level noch. Also ich werde jetzt nicht unbedingt alles gleichmäßig skillen. Aber
Wir sollten doch mal gucken, dass wir... Ja, dass wir... Ich werde jetzt nicht 8 Level nur hier dran an der einen Reihe arbeiten. Die Reihe, die ist auch erstmal sehr wichtig. Schwerlastträger, das wird später uns noch sehr viel bringen. Aber jetzt, das hat dann was Zeit. Hier Schlag von oben, Schlag von unten. Ah, Schlag von oben ist eigentlich sogar noch etwas sinnvoller. Dann kann man von erhöhten Punkten sich einfach still auf die Gegner stürzen. Da ist noch etwas Medizin. Das nehme ich für unterwegs mit. Jetzt Steinchen hoch. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Ja, was machen wir mit dem Beutel, der da hängt? Ne. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Ja, ich könnte den Fokus einsetzen, um den zu finden. Okay, das war dann... Jetzt haben wir richtig schön gesehen, dass der Bogen sehr viel genauer ist, wenn man ihn komplett spannt. Ja, dass er fürchterlich ungenau ist, wenn man es nicht tut. Ah, ich will jetzt noch nicht zu viele Pfeile verschwenden für einen einzelnen... Ach, da ist auch schon die nächste Spur. Ah! Verdammt. Ich will jetzt auch für einen einzelnen Truthahn nicht so viele Pfeile verschwenden. Und hab dich. Yay, Fuchshaut. Hm? Schnee. War doch die Spur. Hier draußen wird es nicht wärmer. Hier geht's lang. Hier endet der Heilungsspur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Jetzt sind wir der falschen Spur gefolgt. Wahrscheinlich ein Wächter da vorne. Ah, das haben wir gleich. Jetzt irgendwer gesehen? Ah, da vorne sind noch ein paar Läufer. So, auf jeden Fall erstmal zurück zu dem Lager. Wir müssen dann ja von dort aus die Spur vom Rom finden, nicht die von Ariana oder wie sie heißt. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Vorratslager, Feder, Seil. Ja, das war ja die falsche Spur. Das war auch die Spur, die uns hierhin geführt hat. Da finden wir auch nur, dass das ein Vorrat aus Leder und Seil ist. Das sind wieder die Truthähne. Das ist die Spur von Ariana. Ich guck mal eben im Quest, was hier jetzt steht, wie wir den da wiederfinden. Verdammt.
Ja, weil man dann aus Gewohnheit, eine Gewohnheit, die aus anderen Spielen kommt, sowas dann mit Kreis beendet. So, ich sollte jetzt das Lager hier untersuchen können, wenn ich richtig stehe. Rom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Ich untersuche das Lager und folge den Spuren. Jetzt kann ich also auch seine Spur finden. Das passiert mir auch immer wieder. So. Die Spur da heben wir erstmal auf. Ja, da, wie gesagt, jetzt schon wieder. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Schnellreisepaket und ein Genesungstrank. Nicht nur einfach einen kleinen Heiltrank, sondern einen richtig guten Heiltrank. Mein Fokus könnte etwas finden, das mir entgangen ist. Erstmal hier Truthahn plündern. Ah, da, die nächste Spur. Ich hatte die Spur hier doch markiert. Okay, dann weiter der Spur hinterher. Ist gerade auch so ein bisschen... Nee, das hier ist die Spur eines Plünderers. Das ist falsch. Vorne sieht mich ein Pferd. Wahrscheinlich auch die Spur des... Ne, das ist jetzt wieder die Spur des Menschen. Die dann hier endet. Und hier sollte ich dann... Ja, das... Ja, Rom, da steht's doch. Da haben wir ihn doch. Dann haben wir ihn doch jetzt endlich gefunden. Ich höre dir nicht zu! Du musst erst schwören! So, wo komme ich jetzt hier hoch? Da ist das Gelbs. Immer die gelben Seile finden. Sie ist meine Schwester. Von da wird es dann einfach. Meine Schwester! Ich muss sie beschützen! Ganz spektakuläre Zeitlupe. Da bin ich aber nicht lang gelaufen. Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue! Du bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Entschuldigung, gerade einen Schluck getrunken? Reißt sich zusammen? Nee, damit treibt man ihn... Wenn man ihn jetzt auch noch anfährt, dann wird das nur schlimmer. Ich weiß, dass es hart, aber ich kann helfen. Komm näher, dann musst du nicht schreien. Da kriegen wir ihn erstmal von der Kante da weg. Ich schreie nicht. Du bist ein guter Zuhörer. Also hör mir zu, wie du den anderen zuhörst. Sie sagen, ich soll nicht hinhören. Aber Olara sagt immer, wenn ich den Sprecher sehe, wäre es okay. Na gut, ich höre dir zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir.
Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Kommt sie plötzlich her? Urmutter sei Dank. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, bitte, Schwester. Ich kann dich nicht schützen. Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Bist du sicher? Kannst du ihm helfen? Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Er braucht dich. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Jo. So macht man sich dann bei den Leuten beliebt, die eigentlich nicht mal mit M reden wollten.